Hallo EPU, willkommen zu einem gleichen Vergleichstest und zwar mit der GSG CP1M CO2 Einzellader. Ich schieße sie also als Einzellader, nicht mit ihrem mitgelieferten Magazin, und der Mercury LP25 Supercharger Tactical. So, und diese beiden Waffen werde ich jetzt schießen auf ganz rechts 20 Meter. Mit den JSB Express. Ja, schauen wir mal. Beide haben also ähnliche Leistung. Die GSG CP1M liegt bei 6 Joule, knapp bei 6 Joule, 5,7, 6 Joule, je nachdem, wie warm es ist. Und die LP25 Supercharger liegt bei mir so zwischen 6,4 und 6,7 Joule. Also sie drückt also 6,6 Joule, 6,7 mit den JSB Express. Und dann schauen wir mal. So, WPU, ich habe hier die großen Karten genommen. Ja, ich weiß nicht, wie viel Millimeter die haben. Keine Ahnung. Aber das sind die größten, die man, glaube ich, bekommen kann. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was die beiden Waffen machen werden. Ich hatte schon ein paar Probeschüsse hier gemacht. Vielleicht kann man die Einkleber hier sehen. Und hier oben, ich werde beginnen mit der Mercury. Und dann auf die untere Karte werde ich dann schießen mit der GSG CP1M. Die Mercury LP25 Supercharger ist vorgeladen und auf geht's. Offene Visierung. Fast die Mitte. GSG CP1M, 20 Meter, vorgeladen.
So, nun schon zu den Schussergebnissen. Ja, das geht schon in Richtung 5-Euro-Schein, also ein bisschen weniger. Offene Visierung, das ist also hier die Mercury. Und hier unten, jo, das hat mächtig gestreut. Ah, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. In meinem Vortest sah es ein bisschen besser aus, die GSG CP1M. Die hat also fast die ganze Handbreite eingenommen. Und die Mercury ist da so ein bisschen besser. Ja, scheinen wohl nicht so unbedingt Long-Distance-Waffen zu sein. Okay, danke fürs Zuschauen, BPU. Bis dann, euer Nobby. Tschüss.